Torschützen Meierhofer und Hoffer, die sind natürlich nicht mehr dabei. Fast das Team, das zuletzt in Graz groß aufspielte. Ein Spieler fehlt ja, Bezos mit der 9. gelben Karte in Graz verwarnt, kann nicht spielen. Deshalb Behrendt neben Schwab im zentralen Mittelfeld. Ansonsten auch mit Torhüter Maric. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Konnte die zwei Gegentore gegen Sturm nicht verhindern. Und auch das ist ein gutes Zeichen, wenn Marko Maric spielt. Dann gab es bisher noch keine Niederlage. 3 Siege und 2 Remis. Und er darf endlich, Behrendt, erstmals gegen Altach. Einmal sah er vor der Begegnung gegen Altach die rote, einmal die gelb-rote und einmal war es die 5. gelbe Karte, also war 3-mal gesperrt, deshalb die Premiere von Robert Behrendt heute gegen Altach, hält aktuell bei 20 Toren, aber in den letzten 3 Spielen, da hat es noch nicht so gut geklappt oder nicht mehr so gut geklappt mit dem Tore schießen, da ging er leer aus, aber für ihn kein Problem, wenn andere die Tore machen, ist ihm das auch recht. So sprechen eigentlich ja alle Spieler hinterher darüber. Von rechts nach links in den weißen Dressen. Erstes Foulspiel. Ortiz mit gestrecktem Bein. Und deshalb gibt es den ersten Freistoß und das aus einer sehr guten Distanz. Wäre ja wieder mal fällig für die Rapidler, aus einem direkten Freistoß zu treffen. Das passierte zuletzt vor über einem Jahr. Gute Distanz für Steffen Hofmann. Vier Mannmauer. War gar nicht geplant, dass er aufs Tor gehen sollte, sondern kurz gespielt für Stefan Schwab. Leitner, Salomon gegen Schrammel, auch das sicher ein Schlüsselduell, denn Schrammel ist durch sein gutes Flankenspiel immer gut für eine Torvorlage. Foulspiel von Eigner, wieder mal erwischt es Hofmann. Ein. Hält bei 51 Toren. Hannes Aigner erzielte er in der Südstadt, wo er auch sein erstes Bundesligator erzielen konnte. Wieder Steffen Hofmann. Und klar, Sonnleitner kommt mit nach vorne, Kobras. Er setzt ja eigentlich die Nummer 1, Andreas Luxe. Der muss aber auf der Bank Platz nehmen, weil Sebastian Brandner, der als Ersatztorwart geplant war, sich eine rote Karte bei den Amateuren einfing. Also Andreas Luxe mit Schiene, ob er wirklich wettkampftauglich wäre. Mal schauen, ob das das Spiel zeigt. Und erste Chance für Mahop. Das sind so die Szenen, die Damir Kanadi sehen möchte. Und zwar mit Ballglück, dann Prokopetz und Mahop. Ein Torschuss werden sollen vom Extrapiedler von Boris Prokopetz. Ob er so wirklich so gelassen ist, wie er hier den Eindruck macht, Damir Kanadi sehr fokussiert, sehr konzentriert. Lässt sich immer was einfallen, man weiß nie genau, welche Elf er auflaufen lässt. In jedem Fall sind das seine Leute, die er auf der Bank noch zur Verfügung hat. Luxbacher, der dritte Extrapiedler nach Luxe und nach Prokopetz. Und Bodul, der es noch nicht so richtig geschafft hat, in Altach anzukommen. Schreiner, die Ballannahme, Rot dazwischen, Aigner. Eher untypisch für Aigner, dass er aus dieser Distanz den Abschluss sucht. Eher auch der Strafraumspieler wie auf der anderen Seite Robert Behrendt. Hat viel Platz, weil Max Hofmann erst spät nach vorne kommt. Ja,
Körper mit schlechter Ballannahme. Bjeric, Heinz, und dann kommt schon wieder Schrammel, gut hinterlaufen, gibt den ersten Eckball. Der Flankengott der Rapidler in Form von Thomas Schrammel, sein Gegenüber auf Altacher Seite ist da die rechte Seite, der rechte Außenverteidiger Andreas Lienhardt. Jetzt gespielt. Der war so wahrscheinlich nicht geplant. Ball sehr lange in der Luft. Schwierig für die Angreifer. Der Schwab ja auch so ein Kandidat für ein Kopfballtor. Heute zum 100. Mal im Übrigen in der Startelf. Salomon bleibt hängen an Behrendt und Schubisberger sieht, dass er im Abseits steht, deshalb bleibt er passiv. Barisic. Mit diesen Alternativen, Novoda, von ihm haben wir schon gesprochen, Ivon Stange, das sind eher die defensiven Leute, aber Ala wäre eine Alternative, aber vor allem Brosinic, der Top-Joker, alle drei Tore, die er erzielt hat, hat er alle als Einwechselspieler erzielt. Und das zu später Stunde, alle drei in der Nachspielzeit. Eigner weicht auf die linke Seite aus. Schreiner, Sonnleitner, sehr eng bei ihm. Und Schiedsrichter Trachter sieht, dass Schreiner noch dran war. Einwurf für Rapid. Gestört. Ortiz, Roth, der immer noch keinen neuen Vertrag hat, sich weiterempfehlen möchte durch gute Leistungen wie diesen Kopfball. Erste gute Möglichkeit, aber kein Problem für Marko Maric, zu zentral. Wäre ein Novum für Roth, dass er einmal im 16 Meter trifft. Alle seine Tore bisher hat er aus der Distanz erzielt, alle drei, darunter auch ein Tor gegen Rapid. Schubisberger bei Schreiner. Hofmann hat Platz, Zwischenbrucker bei ihm, er trifft Roth, Prokopetz, Salomon geht dem Ball nicht entgegen, Schrammel schon, Keins, wieder hinterläuft Schrammel, unangenehm. Nächster Eckball, abgefälscht noch der Schuss von Keins. War nicht ganz so gut drauf, Florian Keins in Graz gegen Sturm. Aber wenn er so seinen Tag hat, ist er kaum zu bändigen. Sucht sehr frech immer das 1 gegen 1. Steffen Hofmann könnte sich wieder den Torrekord zurückholen. Gestern eingestellt. Von Soriano 90 Bundesliga-Tore. Schrammel als letzter Mann. Felic, Hofmann, guter Lupfer für Schubisberger, aber da drinnen ist momentan keiner. Wieder Einwurf für Rapid, während sich, glaube ich, da Roth hochrappelt. War schon draußen, gibt es den nächsten Eckball. Eckball Nummer 3 für Rapid. Wieder Chefsache. Plagt sich immer wieder mit Problemen an der Wade herum, Steffen Hofmann, aber der
Heilungsprozess schreitet vorwärts. Zurück zu Schrammel. Idee gut, Ball zu hoch für Kainz. Maric wollte das Spiel schnell machen. Und von einem bin ich jetzt in der Anfangsphase schon mal positiv überrascht. Habe unter Umständen erwartet, dass Alltag sich mal zu Beginn in der eigenen Hälfte einigelt. Aber das machen die Vorarlberger bisher nicht. Deshalb offener Schlagabtausch in den ersten 10 Minuten. Schrammel. Keiner schlägt so viele Flanken aus dem Spiel heraus wie er. Während Eigner Salomon. Schreiner. Nicht unbedingt der Torjäger, aber hat schon zweimal eingenetzt in dieser Saison. Und zweimal kam die Vorlage von Hannes Eigner. Bis auf Beric, jetzt alle Rapidler in der eigenen Hälfte. Hofmann, 3 gegen 3, schöner Ball für den schnellen Jobesberg. In der Mitte wartet Beric und das ist, nein, es ist es nicht. Die größte Chance in diesem Spiel, irritiert noch durch das Eingreifen von Kobra, stand am Ende Beric bei seinem Kopfball. Wunderschön gespielt, so muss man einen Schobesberger auf Urlaubsreise schicken. Dann noch Zwischenbrucker dran und dann klatscht der Ball an die Querlatte. Oh, den muss er trotzdem machen. Den muss er machen. Pech für die Rapidler, schon zum 16. Mal verhindert Aluminium einen Treffer. Die Altacher als Aufsteiger haben dieses Glück schon ein paar Mal nutzen können in dieser Saison. Wie auch in diesem Fall. Schwab, gut gemacht. Schöne Körpertäuschung. Schüttelt damit Prokopitz ab. Zu lange gewartet mit dem Abspiel. Zech dazwischen. Pavelic. Das wäre eine gute Distanz für Schwab. Das Ball ist auch rot, stört rechtzeitig. Foulspiel von Schrammel und es gibt wohl die erste gelbe Karte. Oliver Trachter. Ein Schiedsrichter, der sehr vorsichtig mit seinen Karten umgeht. Er ist im Übrigen der einzige Schiedsrichter, der noch keine glatte rote Karte gezeigt hat. Ja, keine harte Attacke, aber Ball weit weg schon. Thomas Schrammel eigentlich keine Chance, an den Ball zu kommen. Nochmals diese Chance. Klar, er steht sehr nahe, irritiert, weiß nicht, wo der Ball dann hinfliegt nach der Abwehr von Kobras. Aber den an die Querlatte zu bringen, das war schon schwieriger als ins ganz leere Tor.
Wäre sein 21. Treffer gewesen und es wäre genau auf seiner Werkbank basiert, denn bei seinen insgesamt 30 Bundesligatoren, die er erzielt hat für Sturm und Rapid, hat er 29 davon im Strafraum erzielt, nur einmal außerhalb, das war gegen Red Bull Salzburg. Rocco Pitz. Vorteil. Abschluss. Seigner wartet vor allem auf die hohen Bälle. Keinen, der so oft mit dem Kopf abschließt wie ein Arne Seigner. Vor allem auch gefährlich, weil er die Kiste trifft. Blind gespielt von Rot oder auf Verdacht, aber weit und breit kein Altacher. Schauen wir mal beim Einwurf. So, jetzt Platz auf der rechten Seite. Velic wartete, ob Jobisberger in den freien Raum startet. Das hat er nicht gemacht. Velic, aber keiner. Velic auch nicht zufrieden mit dieser Flanke. Sehr, sehr ruhig gestern. Sind sie angereist. In Oberösterreich gab es dann was zu essen. Kurzes Training, dann die Weiterfahrt hier nach Vorarlberg. Noch ein Abschlusstraining gestern Abend. Schrammel schneller als Salomon. Unterbrechung, weil Eigner am Boden kniet. Linat, der Mann mit den meisten Ballkontakten bei den Altachern, deshalb auch sehr oft das Altacher-Spiel rechtslastig, weil ihm Linat auch sehr viel für die Offensive tut. Und das sind seine Flanken, die für Gefahr sorgen können. Linat dreht sich um keins herum, dann etwas zu hoch. Für Mittelstürmer Arne Seigner. Behrendt lässt sich zurückfallen. Das ist sogenannte kippende Sechs. Sonnleitner. Was war das für ein Spiel im November? Spiel hat kaum begonnen, war er schon wieder draußen. Sehr hart damals die Entscheidung. Ein Zweikampf mit Seger. Zu weit für Schwab. Da war natürlich der ganze Matchplan für Rapid über den Haufen geworfen. Man auch mit dem Kopf dran. Leitner hält bei 4 gelben Karten, muss also aufpassen, Mario Sonnleitner, aber wann hat er seine letzte gelbe Karte gesehen? Das war im November gegen Grödig, obwohl er viele Zweikämpfe bestreitet, meist sauber, sodass es keinen Grund seit damals gab, ihm eine weitere gelbe Karte zu zeigen. Für keins, aber auf der linken Seite ist keiner. Jetzt kommt Schrammel. Jetzt spielen die Altacher eigentlich so, wie ich sie mir von Beginn an erwartet habe, mit
allen Spielern in der eigenen Hälfte. Ab, Zech kommt raus, rot bei ihm. Steffen Hofmann. Das beste Rezept, das Spiel breit zu machen. Prokopitz bei Hofmann und Eckball Nummer 4. Bundesliga-Debüt, das feierte Boris Prokopitz im Rapid-Dress. Vor 7 Jahren war das. Dann Abwanderung nach Innsbruck, Rückkehr im Januar 2011. Immer wieder wird seine Karriere unterbrochen. Durch Verletzungen zu weit dieser Ball, zu ungenau von Behrendt gedacht für Schobesberg. Minuten sind vorbei. Noch nicht das große Übergewicht von einer der beiden Mannschaften zu erkennen. Jede Mannschaft hatte so seine Chancen. Zwei die Altacher durch Mahop in der 3. Minute. Kopfball von Roth in der 7. und die beste Beric in der 11. Minute, als er nur die Querlatte traf. Gibt es dafür auch die gelbe? Ja, es sieht so aus. Zech war schon mit dem Pfiff nicht einverstanden, mit der gelben erst recht nicht. Er ist der Meinung, er hat den Ball gespielt. Schiedsrichter traf da nicht und wir schauen noch einmal hin. Ja. Gelbe Karte hätte ich hier keine erkennen können, wie dem auch sei. Benedikt Zech. Wird ihn nicht kratzen für den Verlauf der Meisterschaft. Damir Kanadi schon, der hat es ähnlich gesehen. Hofmann und Schwab. Dahinter lauert Behrendt. Absprache noch zwischen Hofmann und Behrendt. So war das bestimmt nicht geplant. Da schauen sich die drei auch verdutzt an. Behrendt mit vorwurfsvollem Blick zu Schwab. Der bespricht sich nochmal mit Hofmann. Sollte wohl ein direkter Abschluss werden, aber da musste Behrendt noch eine Kurve einlegen, um überhaupt zum Abschluss zu kommen. Einer, Prokopitz. Ein Querschläger nach dem anderen. Nicht elegant die Befreiung von Behrendt, aber wirkungsvoll. Hat. Auch immer Formschwankungen zwischen den Heimspielen und den Auswärtsspielen. Zu Hause eine absolute Macht der Steirer. Mann. Zwei Mann bei Behrendt, deshalb schwer für ihn an den Ball zu kommen. Sonnleitner. Gut im Luftstand. Ortiz. Netzer hat ja wieder Probleme mit dem Knie, wobei man meint, dass das eher vom Ischias-Nerv ausgeht. Keine Knieverletzung ist, aber der ist ein Mann, der dem Team von Altach sehr fehlt, weil einfach universell einsetzbar, mal als dritter Innenverteidiger, weil er auch von dort raus das Spiel schon eröffnen kann oder eben als defensiver Mittelfeldmann. Pöllhuber gesperrt nach seiner gelb-roten Karte gegen Wolfsberg. Seger
uns auch zusehen nach seiner fünften gelben Karte. Ja, und bei Rapid, Bezos, von ihm haben wir schon gesprochen, Schaub kommt wieder langsam zurück, wird ins Mannschaftstraining einsteigen. Starke hat sich im Spiel mit der zweiten Mannschaft verletzt. Vor Wut in den Rasen nach dem Foul von Behrendt. Wollte den Ball spielen, Behrendt, das hat man gesehen, aber Aigner hat dann auch das Bein noch dazwischen gestellt und deshalb hat er dann auch eine mitbekommen. Und das ist der Kopfball von Roth. Besser kann man sich nicht für eine Vertragsverlängerung empfehlen. Und jetzt hat er das gemacht, wovon wir vorher gesprochen haben. Innerhalb des 16-Meter-Raums erstmals mit dem Kopf. Und die 1:0-Führung für Alltag. Weiter Einwurf von Zech. Oh, da passt gar keiner auf. Gar keiner passt auf Ronald. Der kommt natürlich aus dem Rückraum. Mit vollem Speed, die Distanz groß, aber ich glaube, dass dafür Maric nichts zu halten war. Sehr platziert, scharf auch. Felix Roth bringt Alltag nach 25 Minuten in Führung. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird das eine ganz schwere Kiste für Rapid. Alltag. Wenn die mal vorne waren in dieser Saison, dann blieben sie in jedem Fall ungeschlagen. Also kein Team schaffte, da noch einmal das Spiel zu drehen. Keins, zu ungenau. Tja, das weiß auch Zoran Barisic, denn jetzt ist das genau das Spiel, das die Altacher lieben. Machen, warten, was der Gegner macht. Tja, und damit würde sich das so verändern. Alltag wäre jetzt auf Platz 2 an Rapid vorbeigerutscht. Rein theoretisch wäre für beide Teams sogar noch der Meistertitel möglich, aber daran glaubt keiner, auch nicht im Lager von Rapid. Ich glaube, dass da alle schon abgeschlossen haben mit dem neuen Meister Salzburg, auch wenn es noch theoretisch möglich wäre. Es geht tatsächlich um diesen zweiten Platz, der zur Qualifikation zur Champions League berechtigt. Zwischenbrucker. Und dies, eins dazwischen, Hofmann, eins verfolgt von Salomon, Zwischendrucker vor Biric. Schrammel, der kann auch weiter einwerfen, wäre ein ähnlicher Spielzug möglich bei den Altackern. Gute Übersicht und schöner Pass für Aigner. Max Hofmann kommt dazu, Aigner schließt ab. Gut ab, wunderschönes Umschaltspiel. Mahop macht das wirklich sehr gut, behauptet den Ball und dann dieser geniale Pass auf Aigner. Nicht die Stärke von Aigner, dann zu starten wie eine Rakete. Deshalb kommt auch Max Hofmann noch gut hinterher. Der Zweikampf von Behrendt. Bilic. Mann.
Stefan Schrammel. Ja. Und jetzt Glück, dass das nicht als absichtliches Handspiel gewertet wurde von Schiedsrichter Trachter, denn er hat schon die gelbe Karte gesehen. Naja. Also ich sag mal, unabsichtlich hat er den Arm da nicht hochgegeben. Glück für Schrammel, Glück für Rapid. Schobisberger gegen Zech. Momentan gut aufgehoben bei Zech, Schobisberger. Er leitete zwar die beste Rapidmöglichkeit ein, die Beric dann an die Querlatte nagelte. Aber ansonsten Zech sehr konzentriert gegen ihn und das wissen die Altacher. Schobisberger in einer sauguten Form. In allen den letzten fünf Bundesligaspielen hat er getroffen. Schauen wir nochmal den Treffer an. Ja, den hat keiner auf der Rechnung. Alle schauen auf den Ball, keiner schaut auf den Rückraum und da kommt Rot dahergelaufen. Zech mit dem Assist. Und mit dieser Wucht ist es dann schwierig für Maric da noch was zu verhindern. Für Rot erstes Kopfball-Bundesliga-Tor und für Zech auch nicht schlecht, sein erster Bundesliga-Assist. Das mit der Hand als Feldspieler. Aber kein Zufall, dass die Altacher da per Kopfball in Führung gehen. Sie erzielten auch die letzten beiden Bundesliga-Tore allesamt per Kopf. Halbe Stunde vorbei. Seit der Beric-Chance hat es noch nichts weiteres zu vermelden gegeben bei Rapid. Dies vor Beric. Wieder Behrendt mit einem gewonnenen Zweikampf. Schwab verliert den Ball. Das war zu überhastet von Prokopitz. Schrammel. Nimmt selbst das Tempo raus und die Altacher stehen dann schon in der eigenen Hälfte. Ball war schon im Tor-Out. Statistik ansieht, hinter seinem Mittorhüter mit Andreas Luxe gehört er zu den besten zwei. Luxe wäre da die Nummer 1, Kobas die Nummer 2. Salomon wird erwischt, aber unabsichtlich. Das war in der Drehung, in der Bewegung von Florian Kainz. Stimmt wirklich Salomon im Gesicht. Schrammel. Gute Flanke, gute Flanke. Hat sich Schobisberger eher geduckt. Das sind die Bälle, die für Gefahr sorgen. Die Bälle von Thomas Schrammel. 5 Tore hat er vorbereitet. 4 dieser Flanken wurden dann per Kopf von seinen Mitspielern ins Tor gesetzt. Ja.
Rammel jagt ihn. Und dies. Lienert. Und Sonnleitner. Sehr oft landen die zweiten Bälle bei den Altachern. Lienert. Nächste Flanke, wieder dort. Und dann überrascht Eigner. Zeck. Salomon. Kramelic dazwischen. Stimmung gut in der Cashpoint Arena. Auge von Ortiz. Einwurf für Rapid. Schobesberger hat die Schnauze voll von Zech und wechselt auf die linke Seite rüber. Und Kainz geht nach rechts. Ja, das bringt viel Ballkontakt, aber wenig Raum. Maximilian Hoffmann, der im Mai vor zwei Jahren erstmals in der Bundesliga spielen durfte. Von Bezos aus Graz vielleicht im Kopf. Das ist die Chance von Roth. Die war nicht minder schlecht, aber da kam er nicht mehr gut hinter den Ball. Streift ihn nur mehr. Felix Roth, ein echter Heimspieler, hat alle seine vier Tore bisher im eigenen Stadion erzielt. Und ja, im Schwarzwald. Begeisterter Skifahrer fühlt er sich natürlich wohl in Vorarlberg. Lienhardt beim Freistoß. Kein Problem für Maric. Ansonsten sind die Räume wieder zu. Dann bleibt nur der Querpass oder der Rückpass. Hitsch. Hofmann. Steffen Hofmann. Die Macht. Schöner Ball für Schrammel, der für Kainz. Eckball. Eckball Nummer 5. Daraus können die Rapiter Kapital schlagen, haben schon 6 Tore nach Ecken erzielt. Rosberg überlässt Hofmann den Ball. Sonnleitner wäre sicher immer eine Option. Für ein Kopfballtor. Behrendt gibt den Ball nicht. Optimal. Pavelic. Interessanterweise
die Rapidler aktiver über die linke Seite. Trotzdem gab es die gefährlichste Aktion über rechts, über Schobesberger. Schwamm. Eins. Schrammel. Schwab. Prokopitz bei ihm. Schrammel. Gute Flanke. Und unangenehm springt der Ball von Pavelic auf. Aber wieder mal ein Beispiel dafür, wenn Rapid gefährlich wird, dann eher, wenn es über die linke Seite geht. Schwierig für Pavelic. Aber immerhin, es dauert eine halbe Stunde für das Team von Zoran Barisic, bis Rapid wieder gefährlich wurde. Schwach. Zu lang der Ball für Beric. Sehr schwer vorne mit Ortiz und Zwischenbrucker, meist von zwei Mann im Doppelpack bearbeitet. Jetzt Ortiz bei Beric. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Rapid heute kein Treffer gelingen könnte. In den letzten 17 Bundesligaspielen haben sie immer getroffen. Wann gab es für Rapid das letzte torlose Spiel? Ja, das war hier in Altach im November bei der 0:2-Niederlage. Aber man darf nicht vergessen, damals 89 Minuten mit einem Mann weniger. Und dann wieder wunderschön gespielt, sofort die Seite verlagert und da wackelt das Netz, aber das Außennetz. Ähnlicher Konter, ähnliches Umschaltspiel wie zuvor zwischen Mahop und Eigen. Auch hier hatte Mahop seine Beine im Spiel und dann über die rechte Seite Lienhardt. Elf bei drei Saisontreffern, aber es ist schon lange her, dass er getroffen hat, das war im Oktober. In der Südstadt beim 2:0 gegen die Admira. Schobesberger jetzt auf der linken Seite. Schobesberger. Doppelpass mit Hofmann misslingt. Schobesberger nicht nur, dass er in allen letzten Bundesligaspielen getroffen hat, wenn man da weiter zurückblickt. Er war direkt bei allen letzten Toren, den letzten 8 Pflichtspielen, direkt beteiligt, entweder als Torschütze oder als Torvorbereiter. Aber das hat den Nachteil, dass inzwischen ihn jeder kennt, der sich seit einigen Spielen besondere Behandlung, die muss er sich bewusst sein. Oh, Handspiel. Zuvor aber die Unterbrechung, als Prokopitz zu Boden geht. Schauen wir nochmal hin. Hier geht Prokopitz zu Boden. Dann gab es in weiterer Folge das Foul an der Strafraumgrenze und deshalb Freistoß für Rapid. Sechs.
letzten Duell in Wien, da spielte er noch in der Innenverteidigung. Prokopetz. Ein sehr sensibler Spieler, bedingt durch die vielen Verletzungen, immer wieder einer, der grübelt, der dann in sich gekehrt ist, kaum spricht. So war es auch in dieser Saison, jetzt inzwischen wieder gesund, wieder fit und sogar einer, der den Spaß vorgibt. So, jetzt gibt es noch einen Freistoß. Könnte eine der letzten Aktionen sein. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Das Foul von Max Hofmann. Schreiner spricht sich noch ab mit Hannes Aigner. Freistoß. Vielleicht hat ihm einer gesagt, hau doch einfach drauf. Oder nicht. Schrammel dazwischen. So, das war's. Die ersten 45 Minuten sind um. Altach führt mit 1:0 in Summe. Hatten die Altacher auch die besseren Möglichkeiten durch Mahop, Roth, Aigner, Lienhardt. Die beste hatte aber Beric in der 11. als er nur die Querlatte traf. Dann lange nichts bei Rapid. Eine halbe Stunde war keine Gefahr zu verspüren von Rapid-Seite, dann erst Babelic. Und in Summe gesehen führt das Team von Damir Kanadi zu Recht durch den Treffer von Roth in der 25. Minute nach Einwurf von Zech. Und da wird sich sicher Zoran Barisic einiges einfallen lassen für den zweiten Durchgang. Denn das Spiel läuft nicht schnell genug. Da haben die Altacher immer wieder Zeit, sich zurückzuziehen in die eigene Hälfte. Dann wird es schwer, es gibt kaum Räume. Schobesberger bisher von den Altachern aus dem Spiel genommen durch Zech. Er war aber beteiligt an der einzig wirklich gefährlichen Aktion durch Beric. Ansonsten läuft bei den Rapidlern eher über der linken Seite über Schrammel und über Keins mehr. Aber die ganz gefährlichen Situationen hat es dann im Strafraum der Altacher bis auf die erwähnte Situation nicht gegeben. Also da muss Rapid noch mehr bringen, auch schon allein wegen der Fans, die sich diese lange Reise auf sich genommen haben. Und die wollen natürlich hier mit einem Erfolgserlebnis wieder nach Hause fahren. Momentan führt aber der Aufsteiger und mit diesem Endresultat hätten sie auch Platz 2 inne. Das sind die nackten Zahlen. Schüsse aufs Tor, das fehlt noch. Auf Rapid-Seite Ballbesitz. Das ist nichts Überraschendes. Altach ist keine Mannschaft, die sehr viel und sehr lange den Ball hält. Da geht es schnurstracks. Das haben wir auch bei diesen Kontermöglichkeiten einmal über Eigen und einmal über Lienhardt gesehen. Da geht es sehr direkt. Was die Altach aber auszeichnet in dieser ganzen Saison, sind diese gewonnenen Zweikämpfe. Und auch da sind sie heute in diesen ersten 45 Minuten stärker. Deshalb darf er wieder zurück in die Bundeshauptstadt. Von links nach rechts die Altacher. Cortiz. Das von Ortiz kommt nicht an. Ich bin gespannt, wie sich die Rapidler jetzt in der zweiten Hälfte präsentieren werden. Was sich Zoran Barisic da einfallen hat lassen in der Pause. Ich bin auch gespannt, wie Altach spielen wird. Wollen sie nur dieses 1:0 verwalten? Das sind sie ja Spezialisten. Kein Team hat so oft zu Null gespielt wie Altach. 13 Mal
ist ihnen das schon gelungen. Und gleich dahinter Rapid mit 11:0 spielen. Aber jetzt wäre mal wichtig, etwas für die Offensive zu tun. Schobesberger aber abgedrängt. Und da, an diesem Duell haben Sie gesehen, Schobesberger pfeilschnell, aber eben sein Gegenspieler Zech auch. Der hat noch die günstigere Innenbahn und damit kommt Schobesberger nicht mehr an diesen Ball. Macht ein gutes Spiel, Benedikt Zech, bisher. Nicht nur, dass Schobesberger bis auf eine Aktion gut im Griff hat, sondern auch der Vorbereiter zum bisher einzigen Treffer. Mahop liegt am Boden. Deshalb unterbricht auch Schiedsrichter Oliver Trachter. Schüttelt sich kurz, Mahop, heute in seinem 70. Bundesligaspiel und ist schon wieder auf den Beinen. Keins. Zwischenbrucker. Die Notgeburt als Innenverteidiger hat sich als fester Baustein in der Altacher Defensive entpuppt. Dass es auf der anderen Seite bei Rapid Sonnleitner ist, das ist kein Wunder. Er ist der absolute Dauerbrenner im Rapid-Spiel. Nur Altach hat ihn einen kleinen Streich gespielt mit dem Ausschluss damals, weil er dann ein Spiel versäumte und eben auch die 89 Minuten in Altach selbst. Ansonsten immer gesetzt. Ja, die kontrollierte Offensive ist gefragt. Ganz aufreißen kann man auch nicht auf Rapid-Seite, denn darauf wartet sicher Altach. Wir haben eben mit Tajuri noch einen weiteren schnellen Spieler dazu bekommen, neben Hopp. Schwab. Rot dazwischen. Ausspiel von Schwab. Aber schon vorher unterbrochen, da ließ Schiedsrichter Trachter wohl den Vorteil gelten, der dann keiner wurde und Zwischenbrucker dann am Ende der Leidtragende. Steffen Hofmann. Möchte natürlich immer von Beginn an spielen, aber immer lässt der Körper nicht zu. Geschickt gemacht von Zech, der Sonnleitner einfach nicht an den Ball kommen lässt. Einfach den Körper zwischen ihn und den Ball stellt. Damit geht der Freistoß ins Leere. Spitz, Rot, Hopp, Lienhardt für Salomon, setzt sich durch gegen Max Hofmann. Und das ist jetzt der erste Eckball für die Altacher. Nach bald 50 Minuten, das Eckenverhältnis klar zugunsten von Rapid. Die hatten 5 Eckbälle in der ersten Hälfte, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Was machen die Altacher daraus? Tajuri. Sofmann klärt. Die Ballannahme von Tajuri. Gestört von Schwab und Schrammel. Ja, das ist ein typischer Eigner. Tajuri. Fußball ist Männersport, da gehören Körperkontakte dazu. Das zeigt in diesem Fall Sonnleitner. Aber hier, Maric sieht gar nicht, dass Eigner da noch kommt. Er gibt ja kaum einen Ball verloren. Fragen Sie nach bei Kofler vom WAC. Zwischenbrucker trifft Beric.
Dobisberger. Dobisberger, guter Ball! Wieder Beric. Wieder Beric. Die zweite gute Chance, wieder eingeleitet von Dobisberger. Und den jagt er über die Querlatte. Schöner Angriff, so kennt man Rapid über die Seite. Sicher nicht einfach zu nehmen. Kobras vor ihm, Ortiz bei ihm. Trotz allem ein Torjäger mit seiner Qualität kann auch daraus Kapital schlagen. Langen Ball behauptet Beric für sich. Rennt zwei Bälle auf dem Platz. Ist nicht mehr. Es ist keiner mehr auf dem Platz. Zwei gute Möglichkeiten hat Robert Beric ausgelassen. Eigner. Der zweite. Sogar der dritte Distanzschuss schon von Hannes Eigner. Der erste aber mit links. Ortiz. Einen Schritt schneller als Beric. Blickt direkt in die Sonne. Was mit Absicht, dass Tajuri den Ball durchließ. So hat er zumindest Salomon angeblickt. Da hat er eher den Ball unfreiwillig durchgelassen. Es sind die Zweikämpfe, die die Altacher häufiger gewannen in der ersten Hälfte. Und auch jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte sieht es so aus, als ob die Altacher in den Zweikämpfen stärker wären. Ab. Reicht das noch? Nein, reicht nicht mehr. Reicht nicht mehr. Die Dobisberger. Aber jetzt zumindest mit auffälligeren Aktionen zu Beginn der zweiten Hälfte. Schuri kann gar nicht genug bekommen, links, rechts, überall zu finden. Nach seiner Einwechslung Prokopitz. Schrammel. Für Kainz, Lienhardt bei ihm. Souverän gemacht. Ortiz mit Glück. Das sieht gut aus. Wieder der schnelle Seitenwechsel. Tajuri in den Fuß gespielt, verfolgt von Babilic. Tajuri. Maop. Und Maximilian Hofmann. Aber der Ball nach wie vor bei den Altachern gewesen. Macht Dampf, Tajuri. Bälle gewinnen meist die Altacher Defensivspieler.
Rammel, nächster Versuch. Schwab, Hofmann bietet sich immer wieder an. Rot bei ihm. Schobesberger. Aber deutet an, wo ist er? Da ist er. Wer spielt mit mir? Pavelic kommt. Schobesberger im Rückraum. Safe beam, Hofmann. Zuspiel verhindert. Hinten nur Maximilian Hofmann. Hat er gut gemacht, denn hätte er diesen Ball nicht erwischt, dann wären zwei Altacher unterwegs gewesen. Kein Foul. Hofmann erwischt nur den Ball. Jetzt erwischt Eigner. Das Bein von Sonnleitner gegen Eigner. Handspiel müsste die Gelbe geben. Ja. Ja, er haut sich sofort selber eine runter. Hannes Eigner hat sich sofort an die Stirn geklopft. Wusste auch sofort in diesem Moment, dass es gelb geben wird. Duell gewonnen von Biric gegen Ortiz. Und schon wieder. Das ist sehr gefährlich. Die Rapidler müssen riskieren, aber sie riskieren natürlich auch, dass sie den Altachern Platz geben. Maho. Behrendt. Schlappiger Pass für Hofmann. Und dann nichts Konkretes daraus machen. Salomon hält Schwab. Rokobitz. Nicht einverstanden mit der Entscheidung von Schiedsrichter Trachter. Und warum eigentlich nicht? Das ist okay, aber zuvor greift er an die Brust von Hofmann. Da hat er schon den Ball, da hat er recht. Aber das war dann am Ende nur mehr die zweite Wahrheit. So, und jetzt regt sich natürlich wieder Kanadi auf. Er hat auch das gesehen, dass Prokopitz den Ball gespielt hat, aber nicht das, was wir in der Lupe gesehen haben, dass Prokopitz zuerst zugegriffen hat. Deshalb ermahnende Worte von Schiedsrichter Trachter. Freistoß für Rapid. Die sind bisher allesamt noch ungefährlich. Er wird immer gesucht. Mario Sonnleitner, der in jeder Saison so sein Tor macht. Letzte Saison deutlich über seinem Schnitt mit 4 Saisontreffern. Auch sein Rekordergebnis bisher in der Bundesliga. Maob gegen Pavelic. Ortiz. Wie
Rösberger gewinnt das Kopfball-Duell, aber Abseitsstellung von Beric. Ja, anhand eines Beispieles sieht man den Unterschied bisher zumindest nach gut einer Stunde zwischen Altach und Rapid. Schobesberger, der für Furiore sorgt, der für Tore verantwortlich war in den letzten Spielen, hat heute weniger Ballkontakte gehabt als beispielsweise Dacciuri, der erst nach der Pause gekommen ist. Wieder Dacciuri versucht es durch die Beine von Sonnleitner. Salomon liegt im 16-Meter-Raum. Jetzt Platz für Rapid. Schobesberger. Ah, vorbei an Zech. Schobesberger. Kommt Zwischenbrucker raus. Hofmann. Schwab. Keins gegen Lienhardt. Keins. Ja, und Abseitsstellung. Nicht von Schramme, sondern von Schwab. Die Pfiffe laut, weil Rapid weitergespielt hat, obwohl Salomon im 16-Meter-Raum liegen geblieben ist. Da gibt es wieder Diskussion. Diskussion zwischen Kanadi und Roland Brandner. So, hier passiert's. Duell mit Maximilian Hofmann. Nutzt die Pause, um weitere Instruktionen auszugeben. Die kommende Pause auch für die Spieler. Trinkpause. Es ist warm, es ist heiß in Altach und das Spiel wird auch immer heißer. Salomon humpelt aus dem Spielfeld. Sonnleitner geht mit nach vorne. Zech. Hopp, macht das gut. Kann Sie sehen jetzt, nicht mehr Eigner vorne, als Spitze auch nicht mehr Hopp, sondern Dacciuri bleibt dann vorne, während der Rest sich zurückzieht in die eigene Hälfte. Salomon wieder zurück und das war gut für die Altacher. Gewinnt das Kopfballduell vor Schrammel. Schöner Start von Schrammel. Ortiz liegt am Boden. Die Zuschauer pfeifen, weil sie ein zu hohes Bein gesehen haben von Beric. Die Spieler zeigen das auch an. Prokopitz bekniet. Schiedsrichter Trachter. Richtig gut eingelebt in Altach. Naja. War okay, glaube ich. Ein gestrecktes Bein, auch nicht gefährliches Spiel, sodass er Kopf erwischt hätte, sondern eher die Brust. So, und jetzt gibt es den Wechsel. Behrendt raus, Brosinic rein. Der Joker schlechthin. Der Siegtorschütze beim einzigen Rapid-Sieg gegen Altach in dieser Saison. Wobei, es ist eigentlich noch zu früh für ihn. Er trifft ja bisher immer erst in der Nachspielzeit und die wird es in jedem Fall geben. Hofmann.
zu weit für Schrammel. Bemüht, Steffen Hofmann versteckt sich nicht, fordert immer wieder den Ball. Entschuldigt sich auch sofort bei Schrammel für die unnötigen Meter, die er laufen musste. Das ist gut zu sehen bei den Altachern. Sie bleiben nicht immer beim selben System. Mal sind es zwei, drei Spieler, die in das Gegnershälfte attackieren. So wie zuvor Aigner und Tajuri. Aigner legt sich den Ball zu weit vor. Rot. Tajuri. Vorteil abgewartet. Foulspiel von Maximilian Hofmann. Ja, manchmal greifen sie früher an, setzen die Ballführenden Rapid in der eigenen Hälfte unter Druck. Über das Foulspiel gibt es keine Diskussion von Hofmann. Manchmal ziehen sie sich wieder allesamt in die eigene Hälfte zurück. Rot. Oder Tajuri. Ja, das wäre schon was für Tajuri eigentlich. So halb rechts. Hat einen guten linken, Vier-Mann-Mauer. Maric korrigiert sie noch einmal kurz. Macht trotzdem rot. Rot im zweiten. Ausverkauft, das Stadion. Über 7000 sind gekommen, aber die unterhalten sich bisher gut. Die Rapid-Fans sowieso immer laut und auch jetzt mit Nebelschwaden. Tajuri sorgt für viel Belebung des Angriffsspiels der Altacher. Kurz in Straucheln, sofort war Salomon in der Nähe. Der Tschuri gegen Schrammel. Schwamm. Eigner, gut gemacht. Tschuri weniger gut, sofort gedoppelt. Zweikampfsieger, Schwab, Schobisberger. Guter Wechsel auf Kainz. Lienhardt verhindert das Zuspiel zur Mitte. Einwurf direkt vom Rapid-Fansektor. Nummer 6, der erste für Rapid in der zweiten Hälfte, 70 Minuten gespielt. Auf den zweiten Pfosten. Der nächste folgt zugleich. Maob geht kein Risiko ein. Gespielt auf Schrammel. Lienhardt wehrt ab. Bilic. Keine Gefahr für Cobras, aber immerhin notieren wir erster Schuss von Rapid auf das Gehäuse von Cobras.
Hofmann. Rechts geht Babelic mit. Der Pass direkt in die Spitze. Da waren sie mal unkonzentriert. Die Altacher plötzlich Schobesberger und Beric gegen einen Altacher. Man hat das Gefühl, dass Rapid jetzt einen Zahn zulegt. Ortiz. Lina. Rokopitz vor Kainz. Dies versucht zu beruhigen. Hofmann sieht jetzt gelb. Und das ist die zweite. Das heißt, Maximilian Hofmann sieht gelb. Die zweite gelbe von Rapid, die hat Schrammel gesehen. Kaczuri ist sicher nicht allzu groß gewachsen, aber da oben hat kein Bein was zu suchen. Beric unterhält sich mit Schiedsrichter Trachter, während sich Hofmann wieder zurückzieht in die Verteidigung. Da oben hat kein Bein was zu suchen. Erwischt Kaczuri offensichtlich am Ohr. Und Aigner. Irgendwie liegt ein Treffer in der Luft. Rapid verschärft das Tempo, aber macht auch Räume frei für die Altacher, bei denen Kaczuri wieder zurückkehrt aufs Feld. Der nächste Wechsel wird vorbereitet. Nochmals die letzten Anweisungen von Damir Kanati. Bodul wird kommen. Kann eigentlich nur heißen, dass er für Aigner kommt. Wäre ein Spieler für diese Position. Und hinterher wird natürlich viel gesprochen über Fußball bei Talk und Tore. Das sind die Gäste, die auf sie warten. Natürlich kommen auch die Basketballfans heute noch auf ihre Kosten. Sonnleitner. Hofmann. Schwab. Wird initiativer. Beric. Robesberger. Im Zentrum. Wollte durchspielen für Steffen Hofmann. Aigner, Maob. Den muss er durchlassen. Hat er auch. Denn Salomon war nicht im Abseits. Der Kaczuri wäre im Abseits gewesen. Und dann verwurschtelt sich Salomon, der immer noch auf seinen ersten Bundesliga-Treffer arbeitet. Wartet darauf seit 28 Bundesliga-Spielen. Jetzt Grosenig. Naja, da gebe ich Grosenig gar keine Schuld. Er erwischt Zwischendruck, aber den hat er, glaube ich, gar nicht gesehen. Jetzt der Wechsel, während die Aufregung groß ist und viel Rauch aufsteigt aus dem Rapid-Sektor.
Jakubitz zum wiederholten Male hat sich der Schiedsrichter Trachter beschwert mit der Folge, dass er jetzt auch die gelbe Karte sieht. Er will Prosinek abschließen und erwischt dabei Zwischengrupper. So, jetzt der Wechsel. Ja, Hannes Aigner verlässt den Platz. Er bekommt die Kapitänsbinde, die bekommt Wollinat. Bodo wird kommen. Wie immer ein intensiver Arbeitstag von Hannes Aigner. Mannschaftsdienlich hat er auch seine beste Chance. In der 53. Minute mit einem Weitschuss und auch nach einem schönen Konter, eingeleitet von Mahop, nach einer halben Stunde hat er eine gute Möglichkeit auf dem Fuß. Mahop gut gelöst gegen Steffen Hofmann. Salomon startet zu früh ins Zentrum. Schrammel. Prokopitz. Kacuri. Kein Abseits. Bodul. Bodul will durch die Beine von Hofmann spielen. Viele Anspielstationen hat es nicht gegeben für Bodul. Einzig Mahop war noch mitgelaufen. Wir sind bereits in der Schlussviertelstunde. Mahop. Nicht schlecht. Hält bei 8 Saisontreffern. Früher mal das große Problem von Mahop, dass er vor dem Tor nicht wirklich gefährlich werden konnte. Aber 8 Treffer in der Bundesliga, das kann sich sehen lassen für ihn. Jetzt zweifacher Torschütze gegen Wiener Neustadt hier zu Hause. Mahop jetzt in der Defensive. Beric! Jetzt macht er mit der dritten Chance sein erstes Tor. Das ist der Ausgleich. Oh, da hat er viel Zeit, viel Platz. Man spürt es. Es liegt ein Treffer in der Luft, aber der hätte genauso gut auf der anderen Seite fallen können. Hier nochmals der Angriff. Typisch Rapid über die Seite. Und dann kommt Zwischenbrucker nicht in den Zweikampf mit Robert Beric. Nach 3 Spielen mit Torflaute trifft er wieder zu seinem 21. Saisontreffer. Mannschaften hat noch die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Eines steht in jedem Fall fest: Heute wird bei keinem die Null stehen, so wie bei den letzten 3 Duellen. Rapid hat bewiesen, dass sie immer für Tore gut sind. Das 18. Spiel hintereinander mit zumindest einem Treffer. Guter Antritt von Babelic. Juri. Neues Spiel von Babelic. Und auch dafür gibt es Gelb. Hat sich aber ganz fair sofort entschuldigt. Keine Diskussion, weiß,
dass er hier den Fuß hingehalten hat. Und zwar das gestreckte Bein gegen Tajuri. Tajuri braucht keine Behandlung. So, und jetzt scheint es wieder Muskelprobleme zu geben bei Ortiz. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum es jetzt zu diesem Wechsel kommt. Gerzaglio rein, Ortiz raus. Humpelt auch leicht, scheint etwas an der Wade zu haben. Und freiwillig verzichtet Kanadi nicht auf Cesar Ortiz, also Gerzaglio rein. Und das heißt aber, Zech wird in die Innenverteidigung gehen und Gerzaglio auf die Außenverteidigerposition. Auf der rechten Seite. Doppelspitze in der Mitte mit Beric und Brozenik. Rubesberger lauert links. Man sichert ab als letzter Mann. Rubesberger. Heinz. Für Pavelic. Abseitsstellung Beric. Ah, den hätte Beric auslassen müssen. Pavelic, glaube ich, war nicht im Abseits. Schauen wir nochmal hin. Hier kommt der Ball. Ja. Beric schließt aber ab und er stand im Abseits. Das hat ihm Babilic auch gesagt. Ja, schaut, gute Möglichkeit für Rapid. Aber merkt, Rapid ist nicht zufrieden mit dem Unentschieden. Sie wollen mehr, als eher Alltag bestrebt, dieses Unentschieden zu halten. Auf der neuen Position. Rubesberger. Schön gespielt für Beric. Keins. Den trifft er nicht. Florian Keins. Normalerweise der Vorbereiter für Beric-Tore. Salomon. Maop. Spiel von Maop. Auch er sieht gelb. Bereits die siebente gelbe Karte in diesem Spiel, die vierte für einen Altacher. Vor allem nach der Pause wurde es etwas rustikaler. Auch diese Karte berechtigt. Wechsel bei Rapid. Alla wird kommen, Deni Alla. Für Florian Kainz. Alla. Im Mai vor 6 Jahren durfte erstmals in der Bundesliga spielen. Hält zurzeit bei 5 Saisontreffern. Und. Oh, was macht der Cobras da? Um Gottes Willen. Und er schnürt seinen Doppelpack. Beric. Was für ein Geschenk. Aber man hat es gemerkt. Rapid wollte noch mehr. Ob man es dann schafft, ist eine andere Frage. Aber das notiert natürlich Damir Kanadi. Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh. Ja, und Kobras weiß, was ihm da passiert ist. Da hat kein eigener Mitspieler mehr damit gerechnet, denn es war nicht nur Berisch, sondern auch ein weiterer Rapidler im Ballnähe. Zwei dicke Möglichkeiten hat er ausgelassen, Robert Berisch. In der 11. dann in der 51. die Riesenmöglichkeit. Aber jetzt hat er alles wieder gerade gebogen durch die Treffer in der 79. und in der 86. Minute. Ein Nachteil hat das Ganze für Rapid schon, denn mit jedem Treffer, den Berisch mehr schießt, steigt natürlich auch die Gefahr, dass er den Verein verlassen könnte. Da gibt es dann Interessenten. Noch ein Wechsel. Grauwatsch wird kommen für Steffen Hofmann. Er ist viel gelaufen, aber man hat gemerkt, auch in den letzten 10 Minuten wurde er etwas müde. Da hat aber dann Schwab mehr Initiative ergriffen. Aber ansonsten, er hat sich gezeigt wie ein echter Kapitän, hat sich nie versteckt, wenn auch nicht alle Pässe dort angekommen sind, wohin er sie haben wollte. Ja, natürlich für Rapid und für Trainer Zoran Barisic ein Riesenschritt Richtung Platz 2 heute mit einem Sieg in Altach. Berić gegen Zech setzt sich durch. Berić gegen Lienhardt setzt sich auch durch. Jobesberger gegen Roth. Zu weit für Berić. Unmissverständlich die Geste von Damir Kanadi. Raus von hinten, raus von hinten. Jetzt muss das Risiko erhöht werden, ob man jetzt 1:3 oder 1:2 verliert. Chance für Schobesberger, für den Treffer Schobesberger. Im 6. Spiel hintereinander macht er sein Tor und geht auf den Spuren des ganz großen Hans Krankl, der das 7-mal in Serie schaffte. Und danach gab es das Flugticket nach Barcelona für Hans Krankl. Das wird es für Schobesberger zwar nicht geben, auch wenn er beim nächsten Spiel treffen sollte. Erste Halbzeit abgetaucht, war wenig zu sehen, bis auf die eine Aktion in der 11. Minute mit Berić. Auch er wurde stärker in der zweiten Hälfte. Kein Abseits. Und das macht er dank seiner Schnelligkeit ideal. Haken vor Bayern, Kobras. Und damit sieht es nach dem Ende der großartigen Heimserie der Altacher aus. Auch Ala hat jetzt Platz, Ala und Zech, das macht er sauber. 5 Minuten gibt es noch drauf. Das wird auch Brosinic vernommen haben. Es wäre jetzt seine Zeit. Ja, bitter. 1:0, verdiente Führung nach 45 Minuten. Rapid nicht gleich zu Beginn der zweiten Hälfte mit den besseren Möglichkeiten. Da gab es zwar jene durch Berić in der 51. Aber insgesamt war Altach präsent, hatte Möglichkeiten im Konter. Aber dann hat man gemerkt, so nach einer Stunde, Rapid hat noch einen Gang zugelegt. Tajuri beim Eckball. Erst der zweite für die Altacher. Kein Problem für Maric, der wieder mal gezeigt hat,
dass er das Zeug zu Nummer 1 hat. Beim Gegentreffer von Roth war er ohne Chance. Salomon hält Schrammel zurück. Zwölf Spiele lang war Altach zu Hause in der Cashpoint Arena ungeschlagen. Biric trifft er nicht voll. Und heute scheint diese schöne Serie für die Altacher zu Ende zu gehen. Da muss schon viel passieren. Prokopitz. Zaljo, Tajuri, Roth. Zaljo, Udo kommt nicht dran, Prokopitz. Prokopitz, Ball gespielt von Brosinic. Schwab. Voilà, jetzt haben die Rapidler Zeit. Jetzt heißt es wieder am Ballbesitz zu arbeiten. Die Altacher sichtlich angeschlagen, niedergeschlagen. Und das ist natürlich bitter für Torhüter Martin Kobras, denn er weiß mit diesem Patzer zum 2:1 für Rapid. Passierte das Unglück. Ja, bitte, was sollst du machen? Du kannst dich nicht vergraben. Du kannst nicht einen Tunnel bauen, um dann unterirdisch das Stadion zu verlassen. Jetzt ist viel Platz da. Schobesberger, jetzt kann er seine Schnelligkeit ausspielen. 1 gegen 1 gegen Zech. Und dann legt er noch ab für Pavelic. Das gibt Eckball. Lien hat noch dazwischen. Ja. Das Gefühl ist jetzt schöner. Befreiter, einfacher. Rapid schaffte es auch in der zweiten Hälfte dann viel besser wieder über die Seite zu kommen. Da hat er Zoran Barisic an den richtigen Rädchen gedreht in der Pause. Es wird in jedem Fall eine lange Busfahrt nach Hause, nach Wien, wenn man da 3 Punkte noch mit dabei hat, macht das die Reisestrapazen viel einfacher. Aber es dauerte lange, bis dann Rapid so wirklich in Gang kam. So in der Schlussviertelstunde, normalerweise in der typischen Rapid-Viertelstunde, die, wenn man die erzielten Tore anschaut, in der Bundesliga keine Rapid-Viertelstunde in dieser Saison ist. Aber für die Rapidler immer noch. Da fielen dann auch die Tore. 79. Beric, 86. Doppelpack von Beric. Und dann noch Schoesberger in der 90. Die Nachspielzeit wird bald vorbei sein. Lange Zeit hat die Taktik der Altacher funktioniert. Gut eine Stunde lang. Und am Ende jubelt Rapid über einen 3:1 Sieg. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber aufgrund der zweiten Hälfte kein unverdienter Sieg der Rapidler. Die erste Hälfte gehörte Altach und die führten auch verdientermaßen mit 1:0. Bitter für Kobras, dass sein Patzer den Wechsel herbeigeführt hat. Ja, die Enttäuschung groß, nicht nur bei den Spielern, sondern auch beim Trainer, das ist klar. Es hat vieles gepasst, aber am Ende hatten sie nicht mehr die Mittel, um einen Beric zu stoppen. 2 ausgelassen, aber dann 2 doch reingesetzt.
Das ist dann eben ein echter Torjäger und auch Jobesberger mit seinem obligatorischen Treffer brauchte lange bis ins Spiel kam. Zech hat ihn gut im Griff, auch so eine Stunde lang. Aber dann zeigte sich schon, dass er immer besser ins Spiel kommt. Wurde sehr viel über die Seite gespielt. Er fehlerlos beim Treffer von Roth, ohne Chance. Marko Maric. Und damit steuert Rapid in jedem Fall Richtung Champions League Qualifikation. Rein theoretisch sogar noch die Möglichkeit, den Salzburgern ein bisschen Fersengeld zu geben. Aber so richtig glaubt auch keiner mehr dran. Und auch die Rapidler haben, glaube ich, eher Platz 2 im Visier, den Platz 1. Die Enttäuschung, klar, muss man verstehen. Wenn man erst in der 79. Minute den Ausgleich hinnehmen muss, dass da die Enttäuschung groß ist bei Altach. Aber dann fielen die Tore zu schnell. Glück für Rapid, dass Kobras da so einen Aussetz hatte. Aber am Ende Beric zwei Chancen ausgelassen, aber mit einem Doppelpack. Einer der Matchwinner dieses Spiels. Er steht jetzt bei Gerhard Grabert. Auferstehung von Rapid, von Robert Beric in der Schlussphase des Spiels. Robert, was waren denn die Gründe dafür, dass man das Spiel noch drehen konnte heute? Ja, okay, ich glaube, das ganze Spiel waren wir bessere Mannschaft. Wir haben ein bisschen Pech. Ich habe zweimal Latte getroffen von zwei guten Situationen. Aber ja, zum Schluss haben wir diese 1:1 Tor gemacht und dann war ein bisschen leichter alles. Sie waren zuvor drei Spiele lang ohne Treffer, dann eben diese zwei Großchancen, wo es nicht geklappt hat, am Ende doch noch ein Doppelpack. Wie viel Selbstvertrauen bringt das Ihnen jetzt auch für die entscheidende Phase? Ja, okay. Ist immer schon, wenn ein Spieler macht Tore und sicher, das ist gut, aber für mich ist wichtig, dass haben wir dieses Spiel heute gewonnen und wichtige drei Punkte für uns. Sie haben das erste Mal gegen Altach gespielt in dieser Saison, weil Sie zuvor dreimal jeweils gesperrt waren. Was hat es denn so schwierig gemacht? Auch? Es hat ja doch lange gedauert, bis man das erste Tor erzielen konnte. Ja, okay, das stimmt. Ich habe erstes Mal heute gespielt gegen Altach. Die sind eine qualitative Mannschaft. Die spielen defensiv sehr gut. Ich hatte heute viele Probleme durchzubrechen, aber nach Ende, wir haben 3:1 gewonnen und das ist wichtig. Ist der Weg jetzt frei für Platz 2? Nein, nicht wirklich. Wir haben noch 4 Spiele. Alles ist möglich. Wir haben nur 4 Punkte mehr den Sturm. Und ja, wir müssen konzentriert weiterbleiben. Und, ja. Tja, ganz so habe ich es nicht gesehen, dass Rapid über das ganze Spiel hinweg die bessere Mannschaft war, in der ersten Hälfte mit Sicherheit nicht, auch wenn es diese gute Chance für Beric gegeben hat. Wäre der Ball reingegangen, hätte das Ganze einen anderen Spielverlauf gehabt. Aber in der ersten Hälfte war schon Altach besser und verdient in Führung. Mit dem Ausgleich dann kippte das Spiel, aber das spürte man auch schon davor. Das sind die nackten Zahlen, die sind vor allem aufgrund der zweiten Hälfte so positiv ausgefallen für Rapid. Vor allem die Zweikämpfe haben sie viel besser angenommen. Deshalb dann auch 50:50. In der ersten Hälfte hatte da Altach klare Vorteile. Ballbesitz ist nichts Neues. Das entspricht so den Altachern 44%. Und Rapid konnte dann das Spiel auch beruhigen. Also auch die Zahlen belegen aufgrund der zweiten Hälfte den verdienten Rapid-Sieg. Sieg 0:1 hinten in Altach und am Ende noch 3:1 Sieger. Wie ist diese Partie aus Ihrer Sicht gelaufen? In der ersten Halbzeit war es so, dass Altach einfach zweikampfstärker war als wir. Es waren sehr, sehr viele Duelle in der ersten Halbzeit und wir waren da nicht so aktiv, wir waren nicht so agil, vor allem in der Zweikampfführung. So haben wir den Altachern auch die eine oder andere Möglichkeit offeriert. Es ist natürlich sehr bitter, dass wir das 0:1 hinnehmen mussten aus einem Autoeinwurf.
In der zweiten Halbzeit haben wir vieles anders gemacht, vieles besser gemacht. Und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit, finde ich, sind wir der verdiente Sieger. Andi Müller, der Sportdirektor, hat bei uns in der Pause gesagt, wir haben uns das Spiel der Altacher aufzwingen lassen, hat er recht? Ja, wir haben zu spät die Kontrolle über das Spiel gehabt und wir haben dann, als wir sie hatten, die Pässe in die Tiefe viel zu schnell gespielt, haben die Angriffe nicht sorgfältig genug vorbereitet und wie gesagt, den finalen Pass wollten wir viel zu früh spielen und gegen eine tiefstehende Mannschaft ist es natürlich sehr schwer. Da hätten wir etwas Geduld benötigt, um dann die richtigen Spielzüge auch zu machen in der Offensive. Trotzdem haben wir die eine oder andere Chance gehabt, die wir vergeben haben. Trotzdem wissen wir, dass wir es besser können. Das haben wir auch in der Halbzeit ganz klar angesprochen, was wir anders machen wollen. Und die Mannschaft hat das sehr, sehr gut umgesetzt in der zweiten Halbzeit. Warum hat Rapid diese Partie dann letztlich noch gedreht? Ja, das war... Zocke hat in der zweiten Halbzeit riskiert, hat nach kurzer Zeit Behrendt rausgenommen, mit Bosenik, mit Philipp den zweiten Stürmer gebracht. Dann hat noch Schobesberg und Kainz haben die Seiten gewechselt. Also das war so ziemlich alles, mit Aller dann noch zu bringen, was offensiv möglich war. Ich glaube, dieser eine defensive Mittelfeldspieler weniger hat Rapid in dieser Phase sehr gut getan. Nicht, dass Philipp Bosenik so auffällig gespielt hätte, aber er hat als zweiter Stürmer vorne einen Spieler mehr von Altach gebunden. Deshalb konnte auch Stefan Hoffmann etwas mehr in der Offensive schalten und walten. Und denke, das war dann neben der individuellen offensiven Qualität von Rapid der Schlüssel zum Sieg. Schauen wir uns die Tore einmal an dieses Spiels. Altach ist also in der 25. Minute in Führung gegangen nach einem weiten Out-Einwurf von Benedikt Zech. Dann kommt der Felix Roth daher, setzt den Kopfball natürlich gut, Maric ohne Chance und Altach führt. Martin Scherb, Ihnen ist schon aufgefallen in der Pause, Florian Kainz ist da etwas zaghaft. Ja, da war er einfach zu zaghaft, hat sich auf seine Mitspieler verlassen, die von hinten offensiv in den Ball reingehen könnten. Aber ich denke, Florian Kainz muss da selber versuchen, Roth zu blocken. Und deshalb, aber der Kopfball war natürlich dann auch wunderschön gesetzt. Einverstanden mit dieser Analyse? Ja, definitiv. Trotzdem darf uns dieses Tor nicht passieren. Da müssen wir besser organisiert sein. Wir wussten ja, dass die Altacher sehr stark sind bei Standardsituationen. Out-Einwürfe gehören zu Standardsituationen dazu. Und in diesem Fall haben wir das leider Gottes sehr schlecht verteidigt. Altach hat zu Beginn sehr hoch attackiert. Inwiefern haben Sie die Vorarlberger da ein wenig überrascht damit? War überhaupt nicht überrascht. Wir wussten, dass es hin und her gehen wird, vor allem zu Beginn, vor allem vielleicht die ersten 15 bis 20 Minuten. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir die Kontrolle über das Spiel haben. Nach dieser Zeit, was uns auch manchmal gelungen ist, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und erste Halbzeit war es halt sehr viel Kampf und Krampf. Und wir haben uns das Spiel angepasst. Zweite Halbzeit haben wir viele Dinge besser und anders gemacht. Ja, und so ist Rapid in der 79. Spielminute dann durch Robert Beric zum Ausgleich gekommen. Durch jenen Robert Beric, der zuvor zwei gute Chancen hat liegen lassen. Aber dann hat er seinen 21. Saisontreffer gemacht. Ausgangspunkt auch hier Steffen Hofmann mit diesem herrlichen Pass auf Mario Pavelic. Mahop kann die Flanke nicht verhindern. Und dann Martin Scherbis Zwischenbrucker sehr weit weg von Robert Beric. Das waren mehrere Sachen. Einerseits hatte Steffen Hofmann da viel mehr Platz, wie schon angesprochen. Dann hat Pavelic auch Mahop überrascht, war schneller. Mahop hat bis dahin ein sehr gutes Spiel auf der linken Seite defensiv gemacht. Und in der Mitte darf man natürlich den Robert Beric nicht so alleine lassen. Der braucht mehr Gegnerkontakt. Diese Qualität hat er aus 7 Metern dort, um das Tor zu erzielen, auch wenn der Ball natürlich dann leicht abgefälscht hat. Können wir auch zusammenfassen, Rapid kann in Altach gewinnen, wenn Robert Beric nicht gerade gesperrt ist? Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, möglicherweise ist er ein Joker von uns, weil er zum ersten Mal gegen Altach spielt, und das hat sich im Nachhinein bewahrheitet. Ja, und dann hat er eben auch den wohl alles entscheidenden Treffer zum 2:1 für Rapid gemacht. Kurz zuvor Deni Aller in die Partie gekommen, der gibt diesen Schuss ab, und dann Martin Scherb natürlich, Martin Kobras mit einem schweren Fehler. Ich glaube, das weiß der Martin Kobas auch selber. Er war sich da nicht sicher, ob er den Ball selber fangen soll oder versuchen rauszufausten. Er hat sich dann für eine Mischung aus beiden entschieden. Und dann ist dieser Flatterball draus geworden, den er sich an die Latte und dann den Beric vor die Füße legt. Der Robert Beric steht eben dort, wo man stehen muss. Und damit war dieser Sieg auch besiegelt. Was bringt dieser Sieg Rapid? Drei enorm wichtige Punkte. Drei sehr wichtige Punkte gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um Platz 2. Und
auch eine Leistung, wo man auch darauf aufbauen kann, wenn man bedenkt, dass das Altach ja sehr, sehr heimstark ist. Sie haben, glaube ich, in den letzten 9 Heimspielen alles gewonnen. Wir sind jetzt die Ersten, die sie besiegen haben können. Und das ist doch aller Ehren wert, glaube ich. Und was mir persönlich gefallen hat, war die Reaktion meiner Mannschaft nach dem 1:1. Das heißt, sie hat den Ball so schnell wie möglich aus dem Tor geholt und wollte einfach weiterspielen auf das 2:1. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gefällt. Hat man da gesehen, dass Rapid einfach in der Schlussphase diesen Sieg mehr will als Altach? Naja, es war ja, wie es Toki sagt, es war nicht so ersichtlich. Das Rapid war nicht auf einmal so viel besser in der zweiten Spielhälfte. Altach hatte mit der Jury vorne immer wieder Nadelstiche, ohne auch große Torschancen herausspielen zu können. Aber dann passiert dieses Tor nach einer schönen Aktion und Proseni, glaube ich, hat den Ball aus dem Netz geholt und sofort Richtung Mittellinie ist er mit dem Ball gelaufen. Und da hat man schon gespürt, Rapid möchte noch mehr, obwohl es vom Spiel eigentlich gar nicht so wäre. Aber sie wollten Altach zumindest um 5 Punkte abhängen. Das war bis auf unseren Platz hinauf, unter der Tribüne zu spüren. Ja, und dann hat natürlich Philipp Schobesberger noch getroffen in der 90. Spielminute zum Endstand von 3:1. Er war vor allem in den ersten 50, 60 Minuten, würde ich sagen, nicht ganz so auffällig wie in den vergangenen Wochen, aber da zeigt er natürlich dann, wenn er Platz hat, seine Klasse und macht das 3:1. Ja, nach einer schönen Aktion mit einem Doppelpass. Da lässt dann Bräun, kriegt den Ball wieder in die Tiefe nach einer Folgebewegung. 1:1 auf den Tormann. Ja, da ist er sehr stark und ja, vergönne ihm natürlich, aber es passiert immer nur fürs Team und nicht nur für ihn. Natürlich, aber er trifft zum 6. Mal in Folge in einem Bundesligaspiel. Hans Krankl zittert schon, der hält den Rekord, hat nämlich 7 Mal in Folge für Rapid getroffen. Der Hans Krankl hat so viele Rekorde. Den einen kann er verschmerzen. Dass er diesen einen verschmerzen kann, ja. Martin Scherb, Sie haben schon vor der Partie gesagt, Rapid für Sie Favorit auf Platz 2. War es das jetzt schon fast? Naja, jetzt kommt das Wiener Derby, glaube ich, nächste Woche und da war Rapid heuer noch nicht so erfolgreich. Das ist sicher auch eine Scharte, die Rapid ausmerzen will und die Austria kann natürlich eine verkorkste Saison neben dem Cupsieg auch mit einem weiteren Derby-Sieg natürlich noch ein wenig für ihre Fans retten und wie ich Andi Ogris kenne, wird alles daran setzen, um Rapid nächsten Sonntag zu schlagen. Schauen wir auf das Restprogramm der Rapidler in dieser Saison. Nächste Woche am Sonntag also das Derby gegen die Austria, dann geht es nach Grödig, Wiener Neustadt zu Hause, Wolfsberg auswärts, alles lösbar, oder? Wir können gegen jede Mannschaft verlieren, genauso gut können wir gegen jede Mannschaft gewinnen. Im Moment ist es so, dass wir sehr gut drauf sind. Wir sind auch, glaube ich, nicht nur mental, sondern auch physisch sehr gut drauf. Technisch haben wir sowieso unsere Stärken. Also wir gehen mit sehr viel Zuversicht in dieses Derby rein. Wir haben da natürlich etwas gut zu machen und wir werden alles unternehmen, um erfolgreich zu sein. Die Altacher, die haben lange wieder Sieger ausgesehen. Heute damit kann er die bisher drücken. Schlussphase und Endergebnis auf ihr Gemüt heute. Ja, auf mein Gemüt. Ich denke, wir wollten das alle, das Spiel gewinnen heute. Wir wollten einfach auf Platz 2. Die Mannschaft hat extrem viel investiert in dieses Spiel. Und ja, ich denke, ich war bei vielen Phasen des Spiels sehr, sehr zufrieden. Natürlich, wenn du die eine Situation, vor allem bei 1:1, wo wir wissen, dass sie mit dem Flankenball Beric dann im Fünfer nicht gut zustellen, dann in das 1:1 bekommen. Ja, und dann sind normale Mechanismen. Leider macht der Kobi den Fehler zum 2:1. Ich denke, auch mit einem 1:1 hätten wir hier gut leben können. Und ja, im Umschaltspiel dann noch einmal das 3:1 nachgelegt. Ja, ist klasse. Rapid hat sich das auch irgendwo verdient unter dem Strich. Sie sind sehr beständig, haben das Selbstvertrauen, dass sie dann in den letzten 10 Minuten auch ein Spiel entscheiden können. Und ja, wir haben jetzt hauptsächlich in den ersten 80 Minuten das Spiel für uns zu entscheiden, dass wir auch höher führen. Warum hat man denn dann speziell in der Schlussphase die Souveränität irgendwie verloren und speziell auch die Aktivität nach vorn, was in der ersten Hälfte noch besser gelaufen ist? Ja, ich glaube, weil sie irgendwo gespürt haben, sie hätten das 2:0 nachlegen können, dann kommt das 1:1. Die Mannschaft war von der Körpersprache dann nicht ganz mehr so bei der Sache. Und ja, das 2:1 dann der Fehler vom Kobi tut einem selber persönlich sehr, sehr weh. Aber ja, bringt uns dann auf die Verliererstraße so und muss man heute so akzeptieren. Aber die Leistung war überragend heute, was die Mannschaft geboten hat. Und das zählt jetzt einmal momentan, auf den werden wir uns auch aufrichten für die nächsten Wochen. Wir wollen Europa dabei sein, das ist Arbeit genug noch. Wir sind 3 Punkte jetzt vor dem WRC und das wird unser Ziel bleiben. Und schade, dass wir heute nicht unsere 6 Punkte absetzen können auf dem WRC. Ja, wie schaut man denn jetzt? Eher nach hinten oder doch noch nach vorn? Ja, immer nach vorne. Hinten natürlich. Wenn man jetzt Europa will, muss man auch irgendwo zurückschauen auf den WRC. Sie haben auch noch schwere Spiele, es sind nur noch 4 Spiele zu spielen. Ja, wir haben jetzt nächste Woche ein Heimspiel gegen Red Bull Salzburg.
Mit so einer Leistung kann man vielleicht ja dort auch überraschen. Und wie gesagt, man muss jetzt einmal schauen, dass man gute Analyse macht bezüglich des Spiels, gute Analyse dann auch macht, körperliche Fitness. Ich denke, Cesar Dies, Philipp Netzer sind doch einige angeschlagene Spieler. Und dann werden wir wieder eine schlagkräftige Truppe rausschicken nächste Woche und versuchen, den Meister, den verdienten Meister, dann auch hier in Altach zu ärgern. Und dann haben wir noch drei Endspiele für dieses Ziel, was wir ausgegeben haben. Wie viel Enttäuschung erwarten Sie hinsichtlich der Mannschaft? Die Spieler sind sicher fertig nach so einem Spiel. Nein, das brauchen sie nicht. Ich denke, die Leistung war sehr, sehr gut. Enttäuschung natürlich jetzt vom Ergebnis her. Aber wie gesagt, wenn du 80 Minuten sehr, sehr gut spielst gegen so einen Gegner, der die Liga dieses Jahr auch dominiert und 80 Minuten, denke ich, viel investiert hast, dann ist man natürlich, wenn man so in 2:1 in Rückstand gerät, enttäuscht. Das ist legitim, wir sind Sportler, das gehört dazu, sind wir jetzt, aber wir werden uns bis Montag aufrichten und gut vorbereiten auf das nächste Spiel. War dies draußen gewesen in der Schlussphase, verletzungsbedingt? Inwiefern war das auch ein entscheidender Faktor möglicherweise? Ja, war schon der Stabilisator in der Altachabwehr heute. Er hat gemeinsam mit Jan Zwischenbrucker vor allem das Zentrum unglaublich dicht gemacht. Altach ist auch eine der Mannschaften, wenigen Mannschaften in Österreich, die ausgezeichnet verteidigen kann. Und in dieser Phase fehlt natürlich die Erfahrung, die Qualität von Ortiz. Wobei Altach hat über weite Strecken hier vor allem physisch einen sehr guten Eindruck hinterlassen, 70, 75 Minuten lang. Ja, ohne jetzt Kritik an Rapid zu üben, aber in manchen 1:1... Vor allem in der Luft hat es gewirkt wie erwachsenen Fußball gegen Jugendfußball. Da hat Rapid lange gebraucht, um gegen diese Zweikämpfe ein Mittel zu finden. Das hat dann am Boden stattgefunden mit dem Durchspielen in die Tiefe, vor allem beim 1:1. Das war irgendwie der Opener und dann haben sie es geschafft. Ja, Altach, also nächste Woche Gastgeber für die Salzburger, die möglicherweise hier in der Heimatgemeinde von Trainer Adi Hütter dann den Titel fixieren können, dann geht es nach Ried, dann Heimspiel gegen Grödig und dann noch auswärts nach Wiener Neustadt. Was trauen Sie den Altachern zu noch in dieser Spielzeit? Na, ich denke schon, dass die Mannschaft selber enttäuscht sein wird. Es wird an Kanadi und seinem Trainerteam liegen, die Mannschaft wieder aufzurichten und dann müssen sie vor allem diese Harmlosigkeit auswärts ablegen. Also jetzt haben sie diesen Heim-Nimbus irgendwie heute verloren, vielleicht schaffen sie es auch auswärts zu gewinnen, etwas mutiger aufzutreten, nicht zu tief zu stehen wie sonst oft auswärts und dann können sie diesen Euroleague-Quali-Platz zumindest sicher erreichen. Den hätten sie sich nach dieser wirklich tollen Saison auch verdient. Und dafür stehen die Chancen ja auch ganz gut. Ja, die 32. Runde ist also jetzt eben zu Ende gegangen mit diesem 3:1-Sieg der Rapidler in Altach. Die gestrigen Ergebnisse noch einmal für Sie. Austria Sturm 0-0, Ried Wolfsberg 4-0, Salzburg Admira ebenfalls 4-0 und Wiener Neustadt Grödig 2-4. Und das bedeutet in der Tabelle Salzburg noch nicht fix, aber eben fast fix praktisch Meister. Und der Rapid natürlich jetzt mit sehr guten Chancen Platz 2 zu fixieren und damit Champions League Qualifikation zu spielen. Im Sommer ein Sturm einen Punkt vor den Altachern und Wolfsberg nach wie vor in lauer Stellung. Das Rennen um die Europacup-Plätze bleibt auf alle Fälle spannend. Ja, da gibt es auch noch einige direkte Duelle und Altach Auswärtsschwäche, Wolfsberger Heimstärke, das Derby steht noch auf dem Programm. Also es kann noch einiges passieren und es steht ja auch noch der große Abstiegskracher nächste Woche mit Admira gegen Wiener Neustadt auf dem Programm. Aber nächste Woche geht es einmal für die Altacher darum, gegen Salzburg zumindest einen Punkt zu machen, sich zu stabilisieren, die Heimstärke wiederzufinden. Ja, sicher. Und Salzburg wird auch diese Scharte vom letzten Spiel hier, ich glaube, es war eine 4:2-Niederlage, ausmerzen wollen. Da wurde Salzburg zeitweise vorgeführt. Das war in einer Phase, wo sie sich eigentlich schon in einer Krise, in einer leichten befunden haben. Und Adi Hütter und seine Mannschaft haben das sicher nicht vergessen und wollen das ausmerzen. Und, wie Sie schon gesagt haben, den Meister hier in Adis Heimatgemeinde feiern. Tolle Kulisse und gute Stimmung beim direkten Duell der beiden Europacup-Aspiranten Altach und Rapid. Das bessere Ende haben diesmal die Gäste aus Wien für sich. Altach in den weißen Trikots startet in einem 4-4-2-System und hat gleich eine tolle Möglichkeit. Da sind nur 3 Minuten gespielt. Louis Mahop mit dem Schuss übers Tor. Altach versteckt sich von Start weg nicht. Die Vorarlberger suchen den direkten Weg zum gegnerischen Tor. 7. Minute, Flanke Lienhardt und dann Felix Roth mit dem Kopfball. Marko Maric, der wieder statt Jan Novota im Rapid-Tor steht, pariert. Die ersten Minuten sind sehr abwechslungsreich. Dann ist Rapid einmal gefährlich. 8 Minuten zu diesem Zeitpunkt absolviert. Dieser Schuss kam von Florian Kainz.
Wenig später dann der erste Auftritt von Philipp Schobesberger, der Shootingstar bei Rapid in den letzten Minuten. Da ist er mit der Vorlage für Robert Beric. Und da hat Rapid Pech, denn der Ball geht nur an die Querlatte. Zwischenburger fälscht zunächst ab, dann ist auch Kobras noch mit der Hand dran. Und Beric setzt den Ball nur an die Latte. Und Altach geht dann mit der nächsten Aktion in Führung. In der 25. Minute stellt Felix Roth per Kopf auf 1:0. Viertes Saisontor für Roth. Weiter Einwurf hier von Benedikt Zech. Dann kommt Roth mit viel Tempo an. Rapid verteidigt das nicht gut. Und die Vorarlberger gehen verdient in Führung. Und die Altacher setzen auch gleich nach. Louis Mahop beweist hier viel Übersicht. Und dann Hannes Aigner nach 28 Minuten übers Tor. Rapid hat zunächst keine Antwort auf diesen Rückstand parat. Auch die letzte Möglichkeit vor der Pause haben wieder die Altacher. Diesmal macht's Andreas Linhardt selbst. Nach der ersten Hälfte liegt das Team von Zoran Barisic 0:1 hinten. Und dieser Zwischenstand ist auch leistungsgerecht. Unmittelbar nach der Pause hat Rapid dann allerdings die dicke Chance auf den Ausgleich. Da ist wieder Philipp Schobesberger in der Mitte. Erneut Beric und der hat wieder Pech. Trifft zum zweiten Mal nur Aluminium. Danach gibt es mehr als 20 Minuten keine Torchancen. Erst in der Schlussphase wird es wieder gefährlich. Zunächst die Altacher, die es verabsäumen, auf ein zweites Tor zu drücken. Louis Mahop mit der einzig nennenswerten Chance der Vorarlberger im zweiten Durchgang. Das rächt sich in der Schlussphase, da kommt Rapid dann noch einmal zurück. Pavelic, da ist wieder Beric und diesmal macht er sein Tor. Mit der dritten guten Möglichkeit erzielt Robert Beric sein 21. Saisontor und gleicht damit für Rapid aus. Flanke von Pavelic, Beric stoppt sich den Ball gut, hat hier aber auch sehr viel Zeit. Das gibt Rapid noch einmal Kraft. Die Gäste wollen jetzt mehr. Und in der Schlussphase kommt dann Deni Ala für Florian Kainz. Und das erweist sich schnell als gute Idee. Ala ist ein paar Sekunden auf dem Platz. Da bringt er diesen Schuss an. Den kann Martin Kobras nicht bändigen. Und Robert Beric staubt ab. 86. Minute. Rapid geht mit 2:1 in Führung und hat die Partie gedreht. Das ist natürlich ein Fehler von Martin Kobras, der diese Aktion besser klären muss. Und Beric hat dann keine Mühe, sein 22. Saisontor zu erzielen und damit einen Doppelpack zu schnüren. Altach ist geschockt, aber bevor es besser wird, wird es noch schlimmer für die Vorarlberger. 90. Minute, Philipp Schobesberger macht alles klar mit dem 3:1 für die Grün-Weißen. Er ist wirklich enorm gut drauf. Philipp Schobesberger trifft auch im 6. Bundesligaspiel in Folge. Der Doppelpass hier zunächst mit dem ebenfalls eingewechselten Philipp Prosenik. Und Schobesberger vollendet. Damit holt sich Rapid mit einem starken Finish die 3 Punkte in Altach. Das ist ein ganz wichtiger Sieg im Hinblick auf Platz 2 und die Champions League Qualifikation. Altach-Trainer Kanadi, der ist natürlich enttäuscht, analysiert aber ganz nüchtern. Rapid hat sich das auch irgendwo verdient unterm Strich. Sie sind sehr beständig, haben das Selbstvertrauen, dass sie dann in den letzten 10 Minuten auch ein Spiel entscheiden können. Und ja, wir haben es hauptsächlich in den ersten 80 Minuten das Spiel für uns zu entscheiden, dass wir auch höher führen.